Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Hause PPC. Mein Name ist Jens aus der Keyboard-Abteilung und Klavierabteilung. Heute widmen wir uns ein bisschen um das Thema Roland. Hier vor mir steht das Roland LX708, das Premium-Modell aus der LX-Serie, welches sich auszeichnet durch eine hochwertige Tastatur, wo keine Ansprüche offen bleiben, für Einsteiger und für Profis alles mit dabei. Zusätzlich haben wir hier ein sehr hochwertiges Lautsprechersystem drin mit insgesamt 8 Lautsprechern. Der Vorteil dadurch ist einfach, dass der Sound direkt aus dem Klavier kommt. Das ist an einem akustischen Klavier sehr, sehr nah. Ich will aber nicht heute explizit über das LX708 sprechen, sondern über den integrierten Piano-Designer. Der Piano-Designer, dort kann man das Klavier individuell gestalten vom Sound her. Und das will ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt hier erstmal eine Grundeinstellung gemacht, die einfach mal zeigt, wie klingt das Klavier ohne irgendwelche Einstellungen, wie klingt es, wenn ich es einschalte und on the fly drauf spiele. Und so klingt es. Schon mal sehr beeindruckend. Ich finde, das hat einen super Klang, der einem akustischen Klavier doch sehr, sehr nahe kommt. Und auch die Tastatur gefällt mir sehr schön. Aber wie gesagt, es geht heute nicht um das Klavier an sich, sondern um den Piano-Designer. Und den zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier vor mir die Roland-App mit dem Piano-Designer. Ich kann das natürlich auch alles im Klavier einstellen, aber damit es für euch so ein bisschen visueller ist, haben wir auch hier mal die App mit aufgenommen. Und da kann man dann hier, wenn man auf Designs geht, kann ich hier alles einstellen. Und ich wollte jetzt einfach mal so ein paar Punkte euch zeigen, was ich dort einstellen kann. Als erstes will ich mal veranschaulichen, ich kann hier die Lid, also quasi die Öffnung des Klavierdeckels, simulieren. Und wenn ich die jetzt mal komplett zumache, ich mache jetzt mal so ein paar Extreme, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so der beste Sound dann, aber damit man mal die Unterschiede hört, was verändert sich da überhaupt, mache ich mal jetzt von 0, also quasi der Deckel ist komplett geschlossen, hört sich so an. Man hört auch so ein bisschen, dass das einfach ein bisschen dumpfer ist, das Ganze. Wenn ich die Lid, die Position jetzt einfach mal ganz aufdrehe, das heißt also hier auf die Position 6, hört es sich ganz anders an. Ja, man hört so ein bisschen, das ist ein bisschen freier, ein bisschen offener, der Klang einfach. Ich mache jetzt hier mal wieder auf die 5. So, das ist so die Grundeinstellung. Des Weiteren kann ich hier die Kabinettresonanz einstellen. Das ist hier hier die zweite Position. Kabinettresonanz ist so ein bisschen die Resonanz, die aus dem Korpus des Klavieres rauskommt. Das heißt also, wie schwingt das Klavier denn mit? Ich mache jetzt auch hier nochmal ganz kurz komplett aus, damit man den Unterschied auch echt hört. Aus hört sich so an. Und jetzt mache ich mal komplett an, also volle Kabinettresonanz. Hört sich dann so an.
Man merkt also, da schwingt halt einfach was mit. Das ist dann das Holz, was mitschwingt, das ist das Metall, was mitschwingt. Natürlich schwingt hier nichts physisch mit, aber das simuliert das Ganze wie bei einem echten Flügel. Auch hier mache ich wieder auf die normale Position. Soundboard Types, das ist dann so ein bisschen, aus welchem Holz ist das Ganze gemacht, so in die Richtung zumindest. Habe ich hier 5 verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige jetzt einfach mal 2. Das ist die normale, die wir auch jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Und dann machen wir einfach mal eine andere. Ich nehme jetzt mal hier die 3. Das ist einfach willkürlich. Hört sich dann anders an. Hier gehe ich wieder auf den normalen Wert zurück und jetzt kommen wir zum, ich überspringe jetzt hier einfach mal so ein paar Sachen, weil man das dann nur im sehr, sehr feinen Detail hört. Ich möchte einfach mal jetzt so 1-2 Sachen noch zeigen, wo man das sehr, sehr krass hört, wo man es einfach sehr schön individualisieren kann. Die Full-Scale String-Resonanz, das ist dann quasi, wie viele Saiten schwingen denn mit, wenn ich eine Note spiele? Kann ich hier komplett ausschalten? Klingt dann so, ich spiele es mal ein bisschen abgehackter, weil man das da dann einfach besser hört. Das heißt also, der Ton ist komplett direkt abgeschnitten, da schwingt nichts mit. Im Unterschied zu dem, wenn ich es jetzt mal auf die 10 drehe, das heißt also komplett aufgedreht, da schwingt dann sehr, sehr viel mit. Das sind also diese ganz, ganz feinen Obertöne, die dort mitschwingen. Das kann man, wie gesagt, so einstellen, wie man das haben möchte. Ich gehe jetzt hier auch wieder auf die normale Position. Dann haben wir noch einen Punkt, da habe ich hier so eine Anekdote, die ich einfach mal erzählen kann. Wir haben hier des Öfteren Kunden, die bei uns anrufen, ich habe hier bei euch ein Klavier gekauft und wenn ich das Pedal drücke, dann kommt ein komischer Sound raus. Das Gerät ist kaputt. Ganz ruhig, das ist nicht kaputt, das ist einfach gewollt tatsächlich, denn wenn ich beim echten Flügel auf das Pedal drücke, dann bleibt auch der Flügel nicht ruhig, sondern macht ein gewisses Geräusch. Und dieses Geräusch kann man hier auch zeigen. Wenn ich es komplett ausmache und ich aufs Pedal drücke, kommt nichts. Ist ja auch aus. Wenn ich das komplett anmache, dann hört man. Ne? Das ist dann quasi, die Dämpfer werden abgehoben, die Saiten schwingen frei und dann entsteht dieser Ton. Das kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt stärker drauf drücke, ist es lauter. Und wenn ich ein bisschen sanfter drauf trete, ist es leiser. Das ist, wenn ich das jetzt komplett aufdrehe, eventuell kann man das, wenn ich ganz, ganz leise spiele und dann kräftig das Pedal trete, hört man das. Das hört sich ein bisschen unnatürlich an. Deswegen kann man das auch hier einstellen. Das heißt also, wir gehen auch hier wieder auf die normale Position, damit man da so ein leichtes Hintergrundrauschen hat. Softpedal ist auch noch eine coole Sache, denn hier kann ich quasi das linke Pedal beim Klavier einstellen, wie doll es dämpfen soll. Das heißt also, wenn ich jetzt hier normal spiele und ich trete jetzt einfach mal ab und zu das Dämpferpedal, hört sich dann so an. Das ist jetzt also komplett rausgedreht. Das heißt also, das ist ein sehr, sehr schwacher Effekt. Wenn ich es jetzt komplett reindrehe, diesen Effekt, dann wird das doch deutlicher, was ich jetzt sagen will. Jetzt ist normal. Und jetzt drehe ich das Pedal.
Doch das kann ich wieder einstellen, je nachdem, wie es mir beliebt. Ich wiederhole mich, so wie ich das merke, aber es ist halt wichtig zu sagen. Eins will ich euch jetzt nochmal zeigen. Das ist die Key-Off-Noise. Die Key-Off-Noise bedeutet also, dass hier sind jetzt keine Hämmerchen drin, wie beim echten Klavier, aber auch das kann ich simulieren. Ist jetzt aus, das mache ich jetzt also auch wieder hier, indem ich einfach mal eine Note spiele. Man hört einfach nur den Ton. Wenn ich dieses Key-Off-Noise jetzt mal komplett reindrehe und ich das gleich nochmal mache, man hört quasi, dass, wie sich dieser Hammer zurückbewegt. Und das hat jetzt spielerisch keinen Vorteil und keinen Nachteil. Das ist einfach nur, um es echt klingen zu lassen. Das heißt also einfach nach einem echten Klavier. Auch hier drehen wir wieder ein bisschen raus, weil der, wenn man es auf komplett 10 macht, hört es sich eventuell unnatürlich an. Was ich auch ganz cool finde, also man kann ja natürlich auch noch hier in dem Part Master Tuning und Temperament, kann man einstellen, wie ist es gestimmt, ist es jetzt auf Equal gestimmt oder ist es auf eine arabische Weise gestimmt, das kann man hier einstellen. Aber das kann man dann selbst ausprobieren, was einem am besten liegt, beziehungsweise welche Musik man einfach macht. Was ich noch ganz cool finde, welchen Effekt ist der Ambience-Effekt. Das heißt, also hier kann ich einstellen, in welchem Raum, in was für einem Raum bewege ich mich. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Kathedrale. Das ist also ein sehr, 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 sehr großer Raum. Hier jetzt mit dem Effekt komplett rausgedreht. Also man hört jetzt einfach keine Resonanz, man hört einfach nur den Ton. So, und jetzt drehen wir das komplett auf und jetzt befinden wir uns in einer riesigen Kathedrale, wo keine Menschenseele ist. Das heißt also, die Töne, die spiegeln sich irgendwo wieder. Und das hört man auch. Also das heißt, also da ist ein offener Raum, der die Töne von überall her widerschallen lässt. Finde ich super gemacht. Und wie gesagt, das kann ich halt eben dann machen, dass ich in einer Kathedrale bin, in einer Steinhalle, in einer Konzerthalle, Lounge und Studio. Das heißt also, da kann ich dann bezwecken, wie viel Hall kommt denn überhaupt da wieder. So, da machen wir auch mal wieder so ein bisschen runter, damit wir da auch auf einer normalen Ambience-Tiefe sind. Das ist jetzt die erste Seite. Die anderen Seiten, die reiße ich kurz an, aber da will ich jetzt nicht mehr so viel drin verlieren, denn das ist dann schon wieder eher eine Sache für einen Klavierstimmer. Das heißt also, hier kann ich einzelne Tasten komplett feintunen. Das heißt also nicht nur im Tuning, sondern ich kann auch noch den Charakter und das Volumen mir so einstellen, wie ich das möchte. Das heißt also, hier sehen wir jetzt, dass das Tuning relativ gleich ist auf einer Ebene. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach das C nehmen, dann springt er auch automatisch auf das C und ich kann das um 50 Cent vertunen. Das heißt also, ich kann jetzt höher stimmen, ist jetzt ein Tucken höher und jetzt ein Tucken tiefer, also um genau zu sein, um einen Viertelton. Hier machen wir auch mal wieder auf die Null. Ja, das kann man im Null-Komma-Bereich ändern. Das machen wir auf Reset. So, zack, da haben wir den jetzt wieder auf der normalen Tuning-Skala. Das Ganze kann ich auch mit dem Charakter machen und mit dem Volumen. Das heißt, also, wenn ich einen Raum habe, beziehungsweise auf einem Konzert bin, wo bestimmte Töne einfach die PA übersteigen, beziehungsweise die unangenehm fürs Ohr dann sein könnten, kann ich einfach hier sagen, pass auf, das C hier, das ist mir viel zu laut, das drehe ich einfach mal leiser. Jetzt ist das im Vergleich, ich mache den gleichen Anschlag bei einem C und bei einem H, ist deutlich leiser. Das heißt, so kann ich dann einfach die Töne mir
rausnehmen, die mich da stören. Das ist der individuelle Piano-Designer. Das heißt also, hier kann ich meinen Klaviersound so einstellen, wie ich das haben möchte. Jetzt gibt es noch oben links My Library. Und in dieser My Library kann ich, ja, ich sag mal, viele verschiedene Roland-Sounds aus diesem Klavier entlocken mit verschiedenen Parametern. Das heißt also, dieser Designer passt sich dann dem an, was hier vorgegeben ist. Wir haben jetzt hier das EDX 708 als Standardwert eingestellt, aber wir gehen jetzt hier mal ein bisschen runter, wo man das dann auch hört. So, also der normale Sound ist. Das ist jetzt der Sound, den wir uns jetzt gerade eben so ein bisschen eingestellt haben, mit einer sehr balancierten Einstellung. Jetzt nehmen wir einfach mal hier das GP706 in der 440,1 Hertz Stimmung und hören uns das mal an. Man hört, das ist direkt einfach ein bisschen härter und man hat hier sehr viel Resonanz, also sehr viel, das ist der Punkt, wenn wir jetzt noch mal kurz zurückgehen, wo haben wir es, ganz unten, die Ambience-Tiefe. Da haben wir jetzt hier halt Konzerthalle mit relativ viel Effekt drin und so ist es dann hier eingestellt. Das heißt also, wenn ich nicht so genau weiß, was mache ich überhaupt mit den Parametern, kann ich auch aus einer vorgewählten Liste an Pianos, sei es die HP-Serie, sei es die GP-Serie, sei es die LX-Serie oder sogar die FP-Serie, also die Stage-Pianos von Roland, kann ich mir quasi hier von dieser App, die übrigens eine Roland-App ist, nennt sich Piano Designer, habe ich vielleicht vergessen am Anfang, aber hole ich jetzt nach, kann ich mir hier aus dieser App in mein Piano laden. Ohne Kabel, ne? Das heißt also, ich habe hier mein Handy, welches kabellos verbunden ist über MIDI Bluetooth. Und das ist spielend einfach, um das Ganze zu verbinden. Das war es erstmal soweit von mir über den Piano Designer von Roland. Ich finde, das ist ein grandioses Werkzeug, womit ich mir, beziehungsweise wo ihr euch dann euren eigenen Sound kreieren könnt. Falls ihr Fragen habt, kommt einfach vorbei oder falls ihr es einfach mal testen möchtet, kommt einfach vorbei und sprecht mich an oder setzt euch einfach ran. Es steht hier direkt bei mir und dann könnt ihr selbst ausprobieren, wie sich das Ganze anfühlt beziehungsweise wie sich das Ganze anhört. Jetzt nochmal einmal, um den ganz normalen Sound zu haben. So hört es sich ganz normal an, auch schon super grandios. Euer PPC Music Team, mein Name ist Jens Zorn. Schönen Tag noch, ich bin raus.